Der 30-jährige Matthias Bieber mit der Nummer 44 stellt sich auch heute wieder unauffällig, aber effizient in den Dienst der Mannschaft. Das Spiel beginnt gleich sehr turbulent. Diese Intervention von Moser wird von Schiedsrichter Massi gleich als penaltywürdig erachtet. Und tatsächlich, mit der entsprechenden Kamera lässt sich dieser Entscheid nachvollziehen. Hassani im Verlaufe der Saison von Gotteron zu Kloten gestoßen. Scheitert an Stepanek, dem Berner Goalie Neuzuzug. Kloten in der Anfangsphase überlegen, doch eine solch große Torchance kehrt nicht wieder. Bis zur 14. Minute, aber auch da bleibt der tschechische Goalie in Diensten des SCB-Sieger. Von den Gästen ist lange wenig zu sehen. Bis es der Finne Mirko Kosa mit einem Weitschuss versucht und damit Erfolg hat. Das 1:0 fällt in der 18. Minute. Eine maximale Ausbeute ist das für die Berner im ersten Drittel. Das darf doch nicht wahr sein, Gottfried Sturzner. Im zweiten Drittel geben nun plötzlich die Berner den Ton an. Bodenmann setzt den Böck an die Latte. Mit der Hintertorkamera ist zu erkennen, dass Goalie Gerber die Scheibe noch ganz leicht, aber entscheidend abgelenkt hat. Schon 30 Minuten gespielt und immer noch kein Tor für Sean Simpsons Team. Und es sind weiterhin die Berner, welche dem nächsten Torerfolg näher stehen. Wie hier mit ihrem kanadischen Zopfscorer Connacher. Erst als eine Strafe gegen die Berner angezeigt wird, werden die Flyers mit 6 Feldspielern wieder einmal gefährlich. Und schließlich ist es Leoni, der trifft. 1:1, 35. Minute. Wieder ein Tor, etwas entgegen dem Spielverlauf. Die ausgleichende Ungerechtigkeit sozusagen. Und gleich kommt die nächste Torchance. Hassani schon wieder, er lässt auch diese aus. Immerhin, die Flyers können wieder etwas zuversichtlicher ins letzte Drittel blicken. Defensiv diszipliniert, offensiv limitiert, so präsentieren sich die beiden Teams auch im Schlussabschnitt. Solche Torchancen sind weiterhin Mangelware. Wer findet wohl den Schlüssel zum Erfolg? Vielleicht die Berner hier mit Berger und Rüffenacht. Ja, 2:1, 48. Minute. Von wegen diszipliniert, hier leistet sich Klotens Abwehr für einmal einen schwerwiegenden Blackout. Nur noch 4 Minuten. Die Angriffe der Flyers werden nun immer dringender. Die 5180 Zuschauer werden in Hochspannung versetzt. Aber der SCB hält dicht. Eine Minute vor Schluss verlässt Klotens Goalie Gerber sein Tor. Die Flyers gehen mit 6 Feldspielern das ultimative Risiko ein. Schuss von Gunten. Kollenstein 2:2. Der späte Klotener Ausgleich. Genau gleich wie schon gestern. Klotens Shepard muss zum dritten Mal heute auf die Strafbank. Diesmal wiegt die Strafe besonders schwer, denn Bern kann nun 2 Minuten lang mit 4 gegen 3 Feldspielern agieren. Berner Dauerdruck. Moser. 3:2, der Siegestreffer in der 62. Minute. Goalie Gerber bringt seine Hand nicht entscheidend auf den Puck. Heute behält in der Verlängerung der Schlittschuhclub Bern das bessere Ende für sich.